funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Das hier ist Black Doom Metal. Das ist Black Metal. Das ist Dark Metal. Das ist Death Doom Metal. Das ist Death Metal. Das ist Doom Metal. Das ist Doom Core Metal. Das ist Drone Doom Metal. Epic Doom Metal. Das ist Epic Hollywood Metal, auch genannt Symphonic Electric Metal. Das ist Extreme Metal. Das ist Florida Death Metal. Das ist Flower Metal oder Happy Metal. Das ist Funeral Doom Metal. Das ist Gothic Metal. Das ist Hair Metal, auch Glam Metal oder Poser Metal genannt. Das ist Industrial Metal. Japanese Power Metal. Das ist Heavy Metal. Das ist Melodic Death Metal. Das ist Metalcore. Das ist Neo Thrash Metal. Das ist die New Wave of British Metal. Das ist New Metal. Nein, Verzeihung, das war New York Death Metal. Jetzt kommt New Metal. Das ist Oldschool Death Metal. Das ist Opera Metal. Power Metal. Das ist Progressive Metal. Das ist Slam Death Metal. Stoner Doom Metal. Das ist NSBM, nationalsozialistischer Black Metal. Das ist Swedish Death Metal. Das ist Symphonic Metal, auch bekannt als Epic Metal. Das ist Technical Death Metal. Thrash Metal. Das ist True Metal. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich. Ich spreche, ersetze diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe. Oh.
und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese... Tulpe... von der ich spreche und die ich in dem diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze diese Tulpe auf einem Grab, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze, die aber in dem Maße unersetzbar bleibt, wie sie schön ist. Jacques Derrida.
Stuttgart, den 31. Januar 2018. Thesen: Erstens, unglücklich verliebt sein, das ist antikapitalistisch. Zweitens, Musikprogramm im ICE, die 5. Sinfonie von Beethoven erklingt heute in umgekehrter Satzfolge. Drittens, man müsste wieder alle Probleme auf die Fragen von Quadrat, Dreieck und Kreis herunterbrechen. Viertens, lies Kafkas Brief an den Vater, deinen Vater vor. Fünftens, nach meinem Tod sollen sämtliche Schriften Kafkas vernichtet werden. Sechstens, Überbietung von Mussorgsky, Bilder zweier Ausstellungen. Siebtens, Genie und Wahnsinn liegen manchmal weit auseinander. Achtens, Loriots Nudelsketch im Radio hören. Neuntens, Johann Sebastian Bach kann man nur verstehen, wenn man 18 Kinder hat. Zehntens, Menschen, welche in der Entwicklung der Musik zurückgeblieben sind, können dasselbe Tonstück rein formalistisch empfinden, wo die Fortgeschrittenen alles symbolisch verstehen. Nietzsche, Menschliches allzu Menschliches, Nummer 215. Elftens, der Pistolenschuss ist der Aphorismus schlechthin. Zwölftens, Popmusik als weißes Rauschen hören, weißes Rauschen als Popmusik hören. Dreizehntens, je unmusikalischer, desto musikalischer. Vierzehntens, als der erste Satz aus Franz Kafkas Verwandlung eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich verwandelt in diesen Satz. Fünfzehntens, die letzten Tonhöhen verknüpft ein Einzelner. Sechzehntens, Black Doom New Music, Epic Hollywood New Music, Industrial New Music, Thrash New Music, True New Music und so weiter. 17. Spiele, solange Gott nicht erscheint, einen Akkord. 18. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass in deinem Leben etwas Unwahrscheinliches passiert. 19. Auch bei Freundschaftsspielen im Fußball sollte es nach Unentschieden Elfmeterschießen geben. 20. Die Philosophen haben die Welt immer nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, Marx zu zitieren. Andrea Fraser. 21. Das Pendant zu Mozart-Kugeln heute ist Kreidler-Googeln. 22. Hieße ich Otto, nie könnte ich etwas normal verbrauchen. 23. Sehnsucht danach, dass der Zweite Weltkrieg 1 Million Jahre zurücklegt. 24. Ich will da aufhören, wo Kafka angefangen hat. 25. Einen unaussprechbaren Namen haben und dann am Flughafen provozieren, dass man ausgerufen wird. 26. Man sieht es auf jedem Foto. Das 19. Jahrhundert war noch überhaupt nicht reif für die Erfindung der Fotografie. 27. Die Angst, wenn ich einen Arzttermin ausmache, dass ich in der Zwischenzeit genese und vor dem Arzt wieder Depp dastehe. 28. Schachfiguren schleudern. Wettbewerb, wer sie am weitesten schleudern kann. 29. Durchsage im Aufzug, Ausstieg in Fahrtrichtung links. 30. Stilkritik. Niemals bei Geburtsanzeigen angeben, wie viel das Neugeborene wiegt, wenn dann bei Todesanzeigen dazu schreiben, wie viel die Leiche wiegt. 31. Ich will, dass jetzt mal alle über Klang nachdenken.
smile in your direction tells the world my heart is filled with nothing but affection. Lock me in your arms forever. That's a place I want to be. So anyone can see that I belong to you and you belong to me. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Das Wort ficken mit dem Wort konzeptualisieren ersetzt. Wir konzeptualisieren überall. In Betten, auf Fußböden, in Hausfluren, auf den Straßen, in der U-Bahn, im Kino, im Flugzeug. Nachts kommt sie ins Hotel Nationale, um konzeptualisiert zu werden. Als ich aus der Toilette komme, hat sie Bettdecke, Wolldecken, Überzüge, Kopfrolle und Kissen vom Bett geschleudert und sich bereits in Konzeptstellung auf der Matratze gebracht. Ich habe einen Instinkt dafür, ob ich eine Frau von vorn oder von hinten konzeptualisieren soll. Oder von vorn und hinten. Carmen konzeptualisiere ich von hinten. Als ich meinen Unterleib von rückwärts gegen ihren Hintern presse, beginnt sie sofort Erschlings Konzeptbewegungen auszuführen. Gierig, gefräßig, hemmungslos, brutal, völlig chaotisch. Sie ist eine supergeile Konzeptualisiererin. Tief ihr schieße ich meinen Bolzen ab. Wir stehen nur auf, um was zu essen zu beschaffen. Meistens verschlingen wir nichts als rohe Eier, damit wir Kraft zum Weiterkonzeptualisieren haben. Sie wird immer gieriger, je öfter und schamloser ich sie konzeptualisiere. Diese Frau hat eine Zauberwirkung auf mich, sodass ich sie immerzu konzeptualisieren muss. Konzeptualisieren, 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 konzeptualisieren. Selbst wenn ich so ausgelaugt bin, dass ich Schmerzen habe, von der Schädeldecke bis in den Samenstrang. Bis heute Vormittag geht das Konzept. Das heißt, es ist bereits Mittag und wir konzeptualisieren immer noch. Sie würde bis zum Herzinfarkt weiter konzeptualisieren. Bis zu meinen. Okay.
Blend. Okay? Ja. Genau. Blend. Genau. Ja, okay, schau. Ich drauf. Genau. Und dicht. Kein Speck. Befern mich nicht. Weg. Das ist echt. Berlin. Abgehen. Alte. Aus dem Traum. Du wirst jetzt ruhig glauben, wen. Diese Lanken. Darf ich noch mit vor? Ja, Kugel. Und alles. Mit Respekt. Das Team wird davon. Komm. Aufstehen. Krieg und Kauf. Ja, ja. Mit dem Anlasser. Was? Nein. Ich darf gehen. Atem und Schlag. Heiße. Irgendwas zwischen. Irre. Zast. Dann kannst du. Blut. Jörg. Das war eine Schande. Was ich schneide, kann ich tun. Zieh. Was? Steine war dazu. Da dran. Ja, mein Füß. Pank. Steine, Hüftsteine, da auf den Arm. Schaden, Steine, auf den Arm. Vier Steine, auf den Osten, da kräftig mal auf. Passieren. Ich bin im Kuh. Ich kann auch jetzt. Ich muss lassen, dass sie ja auch haben. Ja, haben sie. Ja, ich denke. Und wir sind auf. Mal besser. Dann bist du. Bei den Griffen. Eis. Ist der Fall. Da. Was bin ich am Gipfel? Oder fall mit dem Stein. Bin ich verriert jetzt? Ich bin von dem. Mein Astor, das ist ein Gesang. Aber denke auf mich. Ich bin von der. Ich bin von der. Minus 1, minus 2.
minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 6,1, minus 6,2, minus 6,3, minus 6,5, minus 6,6, minus 6,7, minus 6,8, minus 6,9, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, 0, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens, achtens, neuntens, zehntens, elftens, zwölftens, dreizehntens, vierzehntens, fünfzehntens, sechzehntens, siebzehntens, achtzehntens, neunzehntens, zwanzigstens, einundzwanzigstens, zweiundzwanzigstens, dreiundzwanzigstens, 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.000, 32.000, 33.000, 34.000, 35.000, 36.000, 37.000, 38.000, 39.000, 40.000, 41.000, 41.000,1, 41.000,2, 41.000,3, 41.000,4, 41.000,5, 41.000,6, 41.000,7, 41.000,8, 41.000,9, 41.001, 41.002, 41.003, 41.004, 42.000, 43.000, 44.000, 45.000, 46.000, 47.000, 48.000, 49.000, 50.000, 51.000, 52.000, 53.000, 54.000, 55.000, 56.000, 57.000, 58.000, 59.000, 60.000, 61.000, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Das ist der Essay Gegen Applaus, erschienen in der neuen Zeitschrift für Musik, März 2015. Und hintereinander wird jedes Wort durch ein kurzes, lautes Ereignis, zum Beispiel Klatschen, ausgelöst. Bitte klatschen. Thank you.
Die Turmuhr schlägt zu jeder vollen Stunde die aktuelle Stundenzahl des Tages. Nach 12 Uhr, also 12 Schlägen, fängt sie dann eine Stunde später wieder bei 1 an. Aber eines Tages macht sie eine Stunde nach 12 Uhr 13 Schläge und danach 14 Schläge und nach 24 Uhr als nächstes 25 Uhr, 25 Schläge und jede nächste Stunde ein weiterer Schlag, 26 Uhr, 27 Uhr, 28 Uhr, 29 Schläge, 30 Schläge, 2975 Schläge, 2976 Schläge, immer ein Glockenschlag mehr zu jeder weiteren Stunde, eine nie mehr endende Addition. Irgendwann geht jede Stunde immer so lange, wie die Turmuhr an Schlägen braucht, um ihre Anzahl akustisch darzustellen. Friedrich Nietzsche, der Fall Wagner, Wagner mit Konzeptualismus ersetzt. Ich mache mir eine kleine Erleichterung. Es ist nicht nur die reine Bosheit, wenn ich in dieser Schrift Bizet auf Kosten des Konzeptualismus lobe. Ich bringe unter vielen Späßen eine Sache vor, mit der nicht zu spaßen ist. Konzeptualismus den Rücken zu kehren, war für mich ein Schicksal. Irgendetwas nachher wieder gern haben, ein Sieg. Niemand war vielleicht gefährlicher mit dem Konzeptualismus verwachsen. Niemand hat sich härter gegen ihn gewehrt. Niemand sich mehr gefreut, von ihm los zu sein. Eine lange Geschichte. Was verlangt ein Philosoph am ersten und letzten von sich? Seine Zeit in sich zu überwinden, zeitlos zu werden. Womit also hat er seinen härtesten Strauß zu bestehen? Mit dem, worin gerade er das Kind seiner Zeit ist. Wohlan, ich bin so gut wie der Konzeptualismus das Kind dieser Zeit, will sagen, ein Décadent. Nur, dass ich das begriff, nur dass ich mich dagegen wehrte. Der Philosoph in mir wehrte sich dagegen. Zu einer solchen Aufgabe war mir eine Selbstdisziplin vonnöten. Partei zu nehmen gegen alles Kranke an mir, eingerechnet Konzeptualismus, eingerechnet Schopenhauer, eingerechnet die ganze moderne Menschlichkeit. Mein größtes Erlebnis war eine Genesung. Konzeptualismus gehört bloß zu meinen Krankheiten. Nicht, dass ich gegen diese Krankheit undankbar sein möchte. Wenn ich mit dieser Schrift den Satz aufrecht halte, dass Konzeptualismus schädlich ist, so will ich nicht weniger aufrecht halten, wem er trotzdem unentbehrlich ist, dem Philosophen. Sonst kann man vielleicht ohne Konzeptualismus auskommen. Dem Philosophen aber steht es nicht frei, Konzeptualismus zu entraten. Er hat das schlechte Gewissen seiner Zeit zu sein. Dazu muss er deren bestes Wissen haben. Aber wo fände er für das Labyrinth der modernen Seele einen eingeweihteren Führer, einen beredteren Seelenkündiger als der Konzeptualismus? Durch Konzeptualismus redet die Modernität ihre intimste Sprache. Sie verbirgt weder ihr Gutes noch ihr Böses. Sie hat alle Scham vor sich verlernt. Und umgekehrt, man hat beinahe eine Abrechnung über den Wert des Modernen gemacht, wenn man über Gut und Böse beim Konzeptualismus mit sich im Klaren ist. Ich verstehe es vollkommen, wenn heute ein Musiker sagt, ich hasse Konzeptualismus, aber ich halte keine andere Musik mehr aus. Ich würde aber auch einen Philosophen verstehen, der erklärte, Konzeptualismus resümiert die Modernität. Es hilft nichts, man muss erst Konzeptualist sein. Das hier sind sämtliche Symphonien Beethovens, abgespielt in einer Sekunde. Das hier sind sämtliche Songs der Beatles, abgespielt in einer Zehntelsekunde. Das hier ist das Hörbuch von Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, abgespielt in einer Sekunde. Das hier sind 130.000 Songs, abgespielt in 4 Sekunden. Das hier ist die Tonspur von Rambo 3,
Abgespielt in einer Drittelsekunde. Das hier ist die Tonspur eines kompletten Pornofilms. Abgespielt in einer Drittelsekunde. Das hier ist Britney Spears, Baby One More Time. Abgespielt 10 Mal in einer Sekunde. Das hier ist Britney Spears, Gimme More. Abgespielt 400 Mal in einer Sekunde. Das hier sind die Aktienkurse tausender Banken nach der Finanzkrise 2009, melodisiert für Computerspiele. Das hier ist der Papst, abgespielt auf einem Kondom als Membran. Es folgt die Werbung. Die Fahrradglocke BBB 120, die laut Händlerbeschreibung ein lautes und deutliches Pling macht. Käufer Peter hingegen schreibt in den Kundenrezensionen, sie mache Ding. Für Kunde Thomas S. dagegen handelt es sich um ein angenehmes Bim. Rudi M. scheut die Onomatopoetik und umschreibt lieber, indem in seiner Bewertung von einem lauten, hellen Klang die Rede ist. Dizzy 111 dagegen ist enttäuscht. Es sei leider ein dünner Klang. Bei Kommentator Tridom 1 geht die Beschwerde sogar so weit, dass, Zitat, das angepriesene klare Ping durch ein Scheppern getrübt sei. Klaus K. sekundiert, klingt wie Blech. Bei der Glocke des Herstellers Wheelform gehen die Meinungen weit auseinander. Ein Bim laut Didi, ein leises Pling laut Kundin Vanessa, ein deutliches Ping laut Kundin Merle. Wobei sich die Rezensenten uneins sind, ob es das Ping, wie Gummipär schreibt, oder der Ping heißt, wovon Sigi der Digi ausgeht. Laut Schui bimmelt sie, für Jonathan J. und Wondermike macht sie Ding, von Ding Ding schreibt Hasentatze. Ting liest man noch mehrfach, Kling mit 4 Gs notiert Tobias B. Ein deutliches Ding laut Christian P. Ein lautes, gut vernehmliches Kling-Kling nach Auskunft von Anonymous. Ein schnörkelloses, klares Plöng, sagt Käufer Ronny. Ein Binden mit Ausrufezeichen, schreibt Andreas S. Ein Kling mit 3 i tippt in dem Kommentarreigen Kunde Drifter. Luke 0705 ist schlichtweg zufrieden, der Klingelton sei gut hörbar und nett. Wäre da nicht Vincenzo Z. der sich grämt? Bisher ist es mir kaum gelungen, dieser Klingel ein Kling zu entlocken. Sie gibt bestenfalls ein metallisches Block von sich. Dagegen ist Flori begeistert. Zu dieser Klingel kann ich nur sagen, dass sie super klingelt. Ich habe sie für meine Freundin gekauft. Nochmal würde ich dieses Instrument aber nicht kaufen, weil meine Süße nur noch am Klingeln ist. Das Fahrradfahren ist für sie nebensächlich geworden. Keine Ahnung, was das für ein Kindheitstrauma ist. Wahrscheinlich durfte sie als Kind keine Klingel haben. G.H. und Tyler Durden 99 bemerken, dass die Klingel mit der alten Klingeltradition bricht. G.H. nicht das übliche Ritsch Ritsch, sondern ein schallendes Ding. Tyler Durden 99 ebenso, dachte erst, es sei eine Ring-Ring-Klingel, es ist aber eine Bing. Es kommt zum Dialog. Sven Verley empfiehlt die Klingel für, Zitat, alle, die das Rasseln und Schellen herkömmlicher Klingeln durch ein sattes, gut hörbares Bling ersetzen wollen. Was nicht alle gut finden. Norbert E. entgegnet, ein unangenehmes, schrilles Ping statt des gewohnten klassischen Klingeling. Es führt fast zum Streit, wenn FN 1976 feindselig antwortet, wie soll eine Fahrradklingel mit Federklöppel ein Klingeling von sich geben? Sie macht Ping oder Ping oder Ping oder Ping. Die zunehmende Lautstärke bringt FN 1976 hierbei durch immer mehr Versalien zum Ausdruck. Leider tun sich auch Missverständnisse auf. ASAP schreibt,
Dass der Klang besonders tief sein soll, wie von einem Rezensenten angegeben, kann ich nicht bestätigen. Nach meinem Eindruck ist der Ton eher hoch. Yellow Snow schreibt ebenfalls verunsichert, die Formulierung Pling für den Ton hatte ich aufgrund anderer Kommentare wohl falsch interpretiert. Ich hatte einen lauteren Ton erwartet. Aber die Klingel gibt wirklich nur einen Pling von sich. Und in den Hasskommentaren, absolut nervtötender Ton. Rudi Projekt, so eine Scheißklingel. Dominik S. Punkt versteigt sich restlos. Gegen rücksichtslose Autofahrer, übrigens vorwiegend Frauen, hilft auch diese Glocke nichts. Noch mehr Kritik ruft das Klingelmodell STZV234 von Serving Map hervor. Carsten H. Punkt, da kann ich auch gleich mit dem Schraubendreher auf den Lenker hauen. Marco, die Glocke ist unbrauchbar, weil sie nicht das tut, was sie soll. Ein schwaches und dumpfes Glock ist der einzig hervorzuzaubernde Ton. Rössi ist ebenfalls enttäuscht. Der Ton ist auch nicht so hell wie manch andere und hat auch keinen verspielten, besonderen Ton. Es ist ein vergleichsweise tiefer Ton. Mike S. Punkt kommt wieder auf die Klingeltradition zurück. Was ist nur aus den guten alten Fahrradklingeln geworden, bei deren Dring-Dring man geradezu instinktiv wusste, dass ein Radler vorbeizurauschen gedenkt? Und Fred B. Punkt wütet endgültig musiksoziologisch. Jahrzehntelang haben sich Fahrradfahrer und Fußgänger gegenseitig auf das doppelte Dring der klassischen Fahrradklingel konditioniert. Und auf einmal ist das gegenseitige, in langer Pflege bestandene Verständnis auf die portable Dienerglocke reduziert. Bing, enthebe er sich, die Herrschaft wünscht zu passieren. Bei der Reichssicherheitsglocke ist das konservative Radlerpublikum zu Hause. Felix H. Punkt. Diese neumodischen Einton-Bing-Klingeln werden von den Fußgängern schlicht nicht gehört. Okimax wird nostalgisch. Dieses Thrillerwerk dieser Klingel erinnert mich ein wenig an meine Kindheit. Nicht wie diese Klingeln heute, die nur einmal Ping machen. Matthias S. Punkts Assoziationen gehen dahin. Eine prima Fahrradklingel, wie sie sein soll. Und nicht dieses grauenhafte Ping. Da komme ich mir ja vor, als wenn ich im vierten Stockwerk angekommen bin, den Aufzug verlassen muss. Und der feinsinnige Werner H. Punkt bemüht sich in seinem Amazon-Feuilleton zu vermitteln, die Klingel habe einen schönen, lauten und dennoch einigermaßen melodischen Klang. Das Ding ist sehr wirkungsvoll. Man scheucht damit zuverlässig alle Passanten fort. Aber er ist so hoch, dass selbst in meinem Ohr dann kurzzeitig ein Piepton zu hören ist. Thank you.
Das hier ist die Bibel als Hörbuch, abgespielt in einer Viertelsekunde. Das hier ist der Koran als Hörbuch, abgespielt in einer Viertelsekunde. Das hier ist die Tora als Hörbuch, abgespielt in einer Viertelsekunde. Das hier ist das Gesamtwerk Nietzsches als Hörbuch, abgespielt in einer Viertelsekunde. Das hier sind Bibel, Koran, Tora und Nietzsche gleichzeitig. Das hier ist Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Abgespielt 22.000 Mal in einer Sekunde, also nur für Fledermäuse hörbar. Das hier ist ein Klang ohne jede Bedeutung.
1911 die Mona Lisa gestohlen wurde, strömten die Pariserinnen und Pariser in den Louvre, um ihre Absenz zu betrachten. Bei diesem Stück habe ich keine einzige Note geschrieben und sogar noch weniger. Was ich allein gemacht habe, ist Noten wegnehmen. Ravels Bolero abzüglich der Melodie. Das war ungefähr eine Stunde Arbeit, die Partitur zu nehmen und alle melodischen Elemente auszustreichen. Und doch habe ich an keinem Stück bisher so lange gearbeitet wie an diesem, 5 Jahre. In der Zeit habe ich das Original bestimmt über 1000 Mal angehört. Hörarbeit. Und mir den Kopf darüber zerbrochen, ob man das machen kann. Es gibt dafür in der Musik keine Vorbilder. So ein Wagnis muss auf Herz und Nieren geprüft werden. Dieses Stück zu komponieren, es zu schreiben, genauer gesagt es zu radieren, war weitaus schwerer als 100.000 Noten zu schreiben. Natürlich gab es dann Leute, die mir vorhielten, hier sei keine kompositorische Arbeit verrichtet worden. Herr Kreitel hat abgeschrieben. Hier bediente sich jemand fremder Leistungen, was jeder andere Komponist, Komponistin auch tut, auch die, die 100.000 Noten schreiben. Nur hier wird es mal transparent. Dafür dürfte es doch nicht etwa auch noch ein Auftragshonorar geben. Es gibt eine vulgäre Vorstellung von dem, was kompositorische Arbeit ist. Diese Idee musste ich 5 Jahre mit mir herumtragen. Mit so etwas geht man lange schwanger. Die Zeit musste reif werden. Erst nachdem nun im Musikdiskurs einige Jahre lang der neue Konzeptualismus behandelt wurde, konnte so ein Stück überhaupt verstanden werden. Abgeschrieben aber habe ich gewiss nicht. Mir ist kein anderes Musikstück davor bekannt, das dieses Konzept probiert hätte. Achso doch, es gibt einen prominenten Vorläufer. An den Anfang des wohltemperierten Klaviers hat Bach das Konzeptstück Minus Ave Maria gestellt. Dieses Konzept könnte man theoretisch auf nahezu jedes homophone, tonale Musikstück anwenden. Den Bolero halte ich jedoch deswegen für die beste Wahl, weil A. er selbst schon ein konzeptuelles Stück ist. Ravel sagte darüber bekanntlich, es enthalte keine Musik. Dann enthält meine Version noch weniger. B. weil beim Bolero Melodie und Begleitung strukturell sehr klar getrennt sind. Nur am Ende gibt es ein paar musiktheoretisch interessante Grenzfälle. Sind die Posaunenklisandi, gehören die zum Stützsatz oder empfindet man sie als Fortsetzung der letzten Periode? Zählt der schleifende Vorschlag als melodisch? Was sind die chromatisch schnell fortschreitenden Mixturakkorde im letzten Takt? C. Weil das Stück so bekannt ist, dass die Kenntnis der Melodie vorausgesetzt werden kann. Und D. weil ich die Begleitung des Bolero für sehr lohnenswert zu hören erachte. Am Rande bemerkt, nicht nur ist Ravels Bolero der Mittelteil des zweiten Satzes aus Debussys Nocturne entlehnt, ebenfalls hat er Stücke anderer Komponisten bearbeitet und dabei ursprüngliche Intentionen mitunter diametral geändert. In der berühmten Orchestrierung von Bilder einer Ausstellung wird auch mal aus einem Fortissimo bei Mussorgsky ein Pianissimo bei Ravel. So wird das konzeptuelle Moment des Bolero von Ravel, die Lautstärke, abermals konzeptualisiert. Zur absoluten Lautstärke 0. Ein Crescendo der Stille bleibt immer still. Ravel gehört mit den Ohren Beethovens oder Cages. Und zugleich ist es der lautest mögliche Bolero. Ex nihilo. Die Abwesenheit ist Gott. In Slavoj Žižeks Worten, weniger als nichts. Im Minus Bolero spielt die Erinnerung eine große Rolle. Die anwesende Abwesenheit der Melodie, die man innerlich fast unweigerlich mitsingt. Gewissermaßen handelt es sich um die Karaoke-Version oder um die gespenstische Version mit der fehlenden Melodie als Phantomschmerz. Es gibt in der Psychoakustik das Phänomen der Residualtöne. Spielt man einen Obertonakkord und lässt den Grundton weg, bildet sich das Gehirn dennoch den Grundton ein, aufgrund der gegebenen Obertoninformation. Daher können bei Telefonübertragungen die tiefen Frequenzen weggelassen werden. So könnte man auch die Wirkung hier verstehen. Die Melodie ist bekannt, die gegebene Begleitung ist der Klang der Pavlovsche Glocke. Ein Fehler, das da ist. Ein Ungleichgewicht, dissonanter als eine Dissonanz. Das Stück ist komplett tonal und dreivierteltakt. Über Kratzen am Steg und Achteltöne hätte sich niemand beschwert.
In Ravels Vorlage erklingt am Anfang jeder Periode für zwei Takte lang nur die Begleitung, ehe die Melodie einsetzt. Diese zwei Takte begannen mich am meisten zu interessieren. Sie deuteten mir an, dass unter der Melodie noch ein zweites Stück, ein Stück Minimal Music, verborgen liegt. Diese Trouvaille wollte ich hören, sie als eine Art Ready-Made zum eigenen Musikstück erheben. Vielleicht würde das dieses Monströse des Boleros noch deutlicher machen, sein latenter, traumatischer Charakter. Ravel selbst hatte der Überlieferung nach die eher naive szenische Idee zu seiner Ballettmusik, im Hintergrund Fabrikarbeiter zu zeigen, die fröhlich im Takt der Moderne agieren. Chaplins Film gab es da noch nicht. Jeden Kompositionsakt kann man als Filterung verstehen. Freilich ist es mit der Autorschaft in diesem Stück aber extrem. Jede Note ist original Ravel. Die schöne Instrumentierung, das charakteristische Crescendo, die geniale Einfachheit, das alles ist Ravel. Und doch würden wir das, was wir bei Minus Bolero hören, so nicht hören ohne mein Zutun, ohne den Eingriff, die Freilegung. Wir hören doch etwas anderes als Ravel. Das Konzept, die Geste des Aneignens wie des Wegnehmens. Komponieren durch Entfernen, den Widerspruch der Kompositionstätigkeit, die Verschiebung der Wahrnehmung dadurch. Nach bisherigem Verständnis ist es natürlich hart an der Grenze, der Anspruch an der Urheberschaft meinerseits für so wenig Schreibarbeit und dann wiederum mit so viel physischem Aufwand aufgeführt, wie es ein Orchesterstück ist. Aber dieses Extrem, diese Divergenz musste sein. Jede Konzession wäre der speziellen Ästhetik, der Innovation abträglich gewesen. Und wir hören die Struktur des Orchesters. Nach Feldmans Structures for Orchestra, nun Structures of Orchestra. Die Struktur von Melodie und Begleitung, die Hierarchie, die hier invertiert wird. Das Orchester von innen, der Hintergrund wird in den Vordergrund gestürmt. Viel öfter als die erste Flöte hören wir die zweite. Die Begleitung wird zur Melodie. Wenn die ersten Geigen schweigen, und sie schweigen ja ausnahmsweise meistens, selbst in neuer Musik kommt das normalerweise nicht vor, hätten sie eigentlich die Melodie. Ihre Stille ist ein Negativ, ihre Langeweile jenes Ennui, das normalerweise der dritte Posaunist aushalten muss. Wo hier Stimmen pausieren, ist nicht nichts, sondern es fehlt etwas. Das Minuszeichen ist das der Negation. Dafür steht nur die Begleitung, die sonst unter Schutz der bekannten Melodie steht, frei da, nackt. Orchester, Freikörperkultur. Doch statt dass den fremden Begleitmusiker sich einmal freut und wahrlich gehört zu werden, booten sie mich dafür nach der Uraufführung aus. Während der 5 Jahre Entstehungszeit hat die Idee noch eine politische Dimension bekommen, an die anfangs nicht zu denken war. Die Fusion der beiden Orchester des Südwestrundfunks. Bei der Uraufführung im Februar 2015 in Stuttgart lag es mittlerweile nahe, das als Kommentar zu interpretieren. Das halbe Orchester, Stellenstreichungen hörbar gemacht. Wenn überhaupt an dem Konzept etwas ein übler Scherz ist, dann dieser unverhoffte Zuwachs an Bedeutung. Und den Witz kann man noch weiterspinnen, da ich in 2015 auch einen Orchesterauftrag mit Donaueschingen hatte. Das letzte Mal dann mit dem anderen SWR-Orchester wurde in Donaueschingen also die andere Hälfte aufgeführt, nur die Melodie. Und wenn die Orchester danach fusionieren, erklingen Melodie und Begleitung wieder zusammen, also wieder das Original, was ab dann jedoch die simultane Aufführung zweier Orchesterstücke von mir ist. Das hat jeden gehen an mich. Nie mehr wird man Ravels Bolero ganz hören können. Das ist die Mona Lisa ohne Schnurrbart und umgekehrt. Es ist in dem Zusammenhang sogar schade, dass der Bolero zumindest in Deutschland mittlerweile gemeinfrei ist. In den USA ist er noch bis 2019 geschützt. Es wäre noch pikanter gewesen, wenn das Konzept zur juristischen Frage geworden wäre, ob das überhaupt legal ist. Der Veranstalter hat das nach Eintreffen der Noten auch sofort geprüft. Dabei ist das Urheberrecht für Musik primär ein Melodienschutz. Harmonische Wendungen sind viel weniger schöpfungsfroh. Sonst könnte die Schlagerbranche gleich den Laden dicht machen. Just alles Melodische kommt in meinem Stück aber gar nicht vor. Wie schön wäre es gewesen, juristische Fachgutachten von Fachleuten dazu zu bekommen. Es gibt die Reihe.
Reihe der Classic Minus One Aufnahmen. Das sind die Orchesterparts bekannter Solokonzerte ohne die Solostimme, sodass der die Solist, Solistin zu Hause quasi mit Orchester üben kann. Derart hat der Minus Bolero auch einen Aspekt von Probensituationen. Man lässt erstmal die Melodie weg. Es ist auch dieses Situative, was durch den Konzertrahmen nun zum eigenen Kunstwerk gemacht wird, ohne dass man irgendein Probenverhalten schauspielen lassen müsste. Übrigens muss in Ravel-Stück früher oder später jedes Instrument, mit Ausnahme der Celesta, auch mal die Begleitung spielen. Darum ist in meiner Version trotz der fehlenden Hälfte des Stücks das ganze Orchester vertreten. Wie gesagt, mit der einen Ausnahme der Celesta, die fällt weg. Im Himmel gibt es nur Monophonie, keine Begleitung. Ravels Bolero ist nicht verbesserbar. Er ist ein Meisterwerk vom ersten bis zum letzten Ton. Eines der besten Musikstücke, die Menschheit hervorgebracht hat. So schamlos ich seit Jahren auch collagiere. Meisterwerke habe ich geliehen, da ein jedes solches Zitat eine Hypothek ist und man diesen Stücken schwerlich etwas hinzufügen kann. Darum habe ich in diesem Fall auch gar nicht versucht, etwas hinzuzufügen, sondern besser entfernt, um damit etwas kategorial ganz anderes zu schaffen. Die einzige Anweisung meinerseits wäre, das Stück innerhalb des üblichen Interpretationsspielraums relativ schnell zu spielen und fast übertrieben laut nach hinten hin. Zur Kompensation dafür, dass etwas fehlt. Die meisten Komponisten schreiben viel zu viele Noten. Natürlich trage ich selber auch Schuld. Ich will immer weniger hören, weil ich genauer hören will. Reduktion ist in der Musik rar. Und wenn, dann soll sie konkret am Objekt vorgenommen werden. Alles andere wäre doch wieder Addition. Eigentlich ist es ganz klar. Ich will, dass die Welt weniger wird.
dass der Kreis um Arnold Schönberg 1918 den Verein für musikalische Privataufführungen gründete, verfügte man in den Statuten, dass dem Publikum Missfallenskundgebungen während oder nach den Darbietungen untersagt seien. Doch nicht nur das, auch jedweder Beifall wurde dem Auditorium verboten. Die Maßnahme mag eine verbitterte Reaktion auf die Skandalkonzerte der frühen Atonalität gewesen sein, hatte aber Gültiges darüber hinaus. Applaus ist eine Unsitte aus zwei Gründen. Erstens, fort mit dem kollektiven Sofort-Urteil. Alles über dem Anstandspegel ist Sofort-Urteil. Ein Stück, an dem Monate, womöglich jahrelang gearbeitet wurde, kann nicht Sekunden nach dem letzten Ton schon taxiert werden. Dieses notorische letzte Wort ist unangemessen und anmaßend. Da es aber erfolgt, korrumpiert die Aussicht auf, beziehungsweise die Angst vor Applaus, die Künstlerinnen und Künstler, verführt zu Gefallsucht, begünstigt sichere Effekte, nährt eine Kunstproduktion, die die einverständliche Meinung lieber bestätigt. Jedoch, nach Mozarts Requiem, nach Weberns Aphorismen oder auch nach einer Vorführung von Pasolinis Salò oder einer Inszenierung von Heiner Müllers Hamlet-Maschine, in Anbetracht von Duchamps Urinal, sind andere Reaktionen geboten, als konform im Massenorgan Applaus einzustimmen. Fan kommt von Fanatiker. Das Individuum möge seine eigenen Schlüsse ziehen. Und hat man Hegel nach Erscheinen der Phänomenologie des Geistes etwa auf die Schulter geklopft? Chapeau, Schorsch! Ein Kunstwerk braucht überhaupt keine eilige Akklamation oder instantanes Daumen-runter-Fazit. Und die Künstlerinnen und Künstler sollen schlichtweg anständig bezahlt werden, dann braucht das Publikum ihnen keinen Applaus zu spenden. Neben der Bezahlung ist Aufmerksamkeit die angebrachte Form der Wertschätzung. Applaus ist verletzend, Stille ein Kompliment. Zweitens, keine Einrahmung. Statt dass das Kunstwerk sich in den Köpfen, im Handeln fortsetzt, statt dass seine Vibrationen weitergetragen werden, wird ihm der Riegel des Applauses vorgeschoben. Wird real und symbolisch Distanz geschaffen durch eine anspruchslose Schüttelbewegung, mit der man das Stück abschüttelt, es schlussendlich von sich fernhält, die letzte Formung anbringt, das Werk mit Beifall zu Fall bringt, es hinterm Lärmwall begräbt. Was nutzt es, Spannung aufzubauen, wenn diese gleich wieder entladen wird? Wie unerträglich muss es für manche anmuten, wenn nach dem Doppelstrich der Partitur die Stille langsam überginge in die Kontinuität des Konzertprogramms oder in das Aufbrechen der Menschen, wenn beides mental angeglichen wäre, wenn die Feinheit und Energie, die Offenheit und Verantwortung des Kunstwerks nicht sogleich in weißem Rauschen eingeschmolzen, nicht akustisch neutralisiert und hässlich simpel übertüncht würde mit diesen Selbstberührungsgeräuschen, sondern wenn der Stab weiterginge an die Hörerinnen und Hörer, auf dass sie gut damit umgehen. Und erst recht, wenn das Publikum, wie es die Phrase gern reklamiert, irritiert wurde durch Kunst. Ist das Publikum wirklich irritiert, gar verstört, dann kann es nicht noch klatschen, dann soll es das nicht müssen. Ja, und wenn das Publikum von dem Erlebten begeistert ist, dann soll es sich nachher lieben. Berlin, komische Oper, Bernd Alois Zimmermanns Die Soldaten. Am Ende des Stücks Holocaust, Atombombe, Apokalypse. Und 10 Sekunden später eine Bravo-Brandung. Lachenmann, das Mädchen mit den Schwefelhölzern, Teatro Colón, Buenos Aires, Standing Ovations, Helmut, Helmut-Rufe. Ob das dem erfrierenden Mädchen der Geschichte hilft? Es ist grotesk. So viele Kunst will tiefsinnig, existenziell, gar abgründig, weltdeutend oder aufklärerisch, kritisch sein. Aber die Künstlerinnen und Künstler gefallen sich im Gegensatz dazu in einem primitiven Ehrerbietungsritual. Alle Beteiligten sollten der Kunst, dem Werk verpflichtet sein. Dem Publikum jedenfalls obliegen Augen und Ohren, nicht die händischen Honorationen. Niemand, der oder die zu Hause Musik hört, sieht es für angebracht, hernach dem Lautsprecher Beifall zu klatschen. Auch im Kino geht es meistens ohne. Das Prozedere ist ja eigentlich auch sehr langweilig, eine Zeitverschwendung. Am Wiener Burgtheater fand bis 1983
das sogenannte Vorhangverbot von 1778 Anwendung. Verbeugungshandlungen sind zu unterlassen, weil, Zitat, dadurch der Eindruck der darzustellenden Handlung gestört würde. Bei Konzerten in Kirchen, zumal mit Werken wie der Matthäus-Passion, wird im Programmheft meist vermerkt, dass man aufgrund des Gegenstands bitte auf das Beklatschen verzichten möge. Auch ohne Religion sollte das grundsätzlich walten. So viel Würde hat jede Kunstmusik. Schafft das Klatschen ab!